So, Kapitel 7. Ellie, was macht Stross? Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche 3 Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Eine Werkbank? Ah, ein Job, yeah! Wow, die sind aber auch sowas von fucking schnell dran, ey! So, 10 Knoten, die sind schon mal ganz nice. So, Werkbank. So, jetzt ist halt die große Frage irgendwie. Ich, Fähigkeiten umbauen, freischalten. Wähle Objekte und drücke papapa, alle installierten Knoten zu entfernen. Ne? Kostet 5000. Okay, interessant. Interessant, tatsächlich. Der Plasma-Cutter. Es ist wirklich, es widerstrebt mir, aber ich weiß sonst nicht, wie ich... Nee, warte mal, Special ist doch komplett freigeschaltet, oder? Ja, ist doch freigeschaltet. Nice. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal hier ein bisschen auf Kapazität. Ladegeschwindigkeit. So, dadurch wird der Schaden durch Sekundärfeuer erhöht. Ich glaube, der droppt Minen, die natürlich auch ganz geil sind. Tja. Das machen wir mal. Und ich glaube, damit ist das Impulsgewehr auch schon relativ mighty. Und wir haben eine gute Chance, uns hier zu behaupten. So, hier, da, sie fällt einem gar nicht. So, hier ist noch eine Speicherstation, da gehen wir schnell ran. Zip, 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 zip. Hey, Kumpel. Oh, ist das die Hirn raus. So, okay, alles klar. Solaranlagenaufzug, da kommen wir nicht rein. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. Na ja, klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Sollen wir damit machen? Sollen wir das überhaupt noch machen? Was sollen wir jetzt machen? So, er sagt so ganz easy peasy, oder? Guck ich mir an, ist auch kein Problem. Dieses Mal dahin. Okay. Okay, alles klar. So, haben wir uns erstmal noch mal kurz ein bisschen gerade ausgerichtet. Verstehe ich gar nicht. Muss man noch irgendwas mal machen können. Ich
Ground Control, Major Tom. Oh, nice. Energieknoten. Ja, Energieknoten finde ich am liebsten. Noch was? Nee. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Was macht Stross? Glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Schall hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nach Ärger. Gehen Sie einfach weiter. Ich bin müde. Ich bin einfach erstmal hingelegt. So, okay, cool. Na, bitte. Das war doch gar nicht mal so gut. Schauen wir nochmal. Alter, die sind so fucking schnell. So unglaublich schnell. Ja, das... Da machen wir uns mal nichts vor. Das sieht gleich nach Kampf aus. Okay, wir fahren hoch. Oh. Wunderschön. Sieht schon wirklich atemberaubend aus, die Sprawl. Gott sei Dank muss ich nicht alles begehen. Schwebt jetzt hier durchs Weltall oder was? Ganz toll. Ganz, ganz toll. Oh, shit. Nein, Alter! Na, sag mal, was ist denn hier los? Oh, mir ist gut. So ein Shit, ey. Wo ist er?
Okay, hier muss man auch lang nachher. Klingt echt nicht geil. Okay. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Wachmann Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein. Ja, ja, bestimmt, bestimmt. Oh, schön. So. Textlog. Persönliches Log, Howard Phillips, Lovecraft. Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte heim. Anti behauptet, sie hätte keine Antworten auf meine Versetzungsgesuche erhalten. Dabei war es schon das fünfte. Fünf Gesuche und nicht eine Antwort. Wie kann das sein? Kommen sie überhaupt an? Liest sie überhaupt jemand? Ich gebe es nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fängt langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Anti behauptet, meine Warnanforderungen autorisiert zu haben. Sie sollten heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nichts glauben. Ich spitze schon so lange darum, ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigt. Die Zeit wird zeigen. Heute Nacht wird zeigen. Tja, naja, da sieht man natürlich halt auch, was Einsamkeit im All irgendwann anrichtet. Ja, die Leute gehen halt einfach irgendwann kaputt, weil sie es halt einfach nicht gewohnt sind. Ja, und weil der Mensch auch einfach nicht dafür gemacht ist. So, und schauen wir doch mal. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn.